Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Anmoderation. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause. Wir hoffen, Sie und ihr und auch alle, die digital zugeschaltet sind, ob jetzt am Strand oder in Los Angeles oder New York oder vielleicht auch aus Berlin oder an den anderen Standorten, wir hoffen, ihr hattet eine gute Mittagspause. Und genau, wir möchten jetzt gemeinsam starten. Old New Future, Musikhochschulen digital transformiert. So lautet unser Vortragstitel. Zusammen mit Sandra Wienheller, Benjamin Grau und ich, Friedhelm Bruns, präsentieren wir heute eine Geschichte. Wir arbeiten alle zusammen als wissenschaftliche MitarbeiterInnen im Projekt Netzwerk 4.0 der Musikhochschulen und wir beschäftigen uns grundlegend mit der Frage, wie hast du es eigentlich mit der Digitalisierung, liebe Musikhochschule? Denn die Musik von heute ist im Grunde genommen nicht mehr das, was sie vielleicht mal war, nämlich eine Begegnung zwischen Mensch und Musik. Ich erzähle vielleicht nichts Neues, vielleicht sind es schon so alte Klatsch- und Tratsch-Geschichten. Mittlerweile komponieren künstliche Intelligenzen zum Beispiel das Ende von Beethovens 10. Symphonie oder die künstliche Intelligenz Jukebox entwickelt eigene Musik inklusive Gesang. Das bedeutet, Musik verändert sich, Musik entwickelt sich weiter und Musik regt auch zu Diskursen an. Wir diskutieren total viel darüber, was diese Entwicklung eigentlich mit uns macht. Die Begegnung zwischen Mensch und Musik wird erweitert, nämlich durch Digitalisierung. Es kommt im Grunde eine dritte Komponente ins Spiel. Warum ist es jetzt dann aber wichtig, bei der Digitalisierung von Musik die Musikhochschulen nochmal ein bisschen gesondert in den Blick zu nehmen? Schauen wir uns dafür zuerst mal die organisatorische Form von Musikhochschulen an. An Musikhochschulen findet im Unterschied zu anderen wissenschaftlichen Lehreinrichtungen künstlerischer Einzelunterricht statt, der sich auf künstlerische Inhalte fokussiert, weniger auf wissenschaftliche oder auf pädagogische Inhalte. An Musikhochschulen oder Musikhochschulen unterrichten viele internationale Studierende und diese werden auch von sehr vielen internationalen Lehrbeauftragten unterrichtet. Wenn wir nun auf die Technik schauen, dann haben wir auch da spezifische, ich sag mal, Herausforderungen oder einen spezifischen Bedarf. Es gibt technische Herausforderungen aufgrund der musikspezifischen Inhalte, wie beispielsweise die Notation oder auch Audioeinspielungen. Das heißt, insgesamt besteht eine höhere Anforderung an Video- und Audioübertragungsmöglichkeiten bzw. Video- und Audioübertragungsequipment. Das Problem ist, die derzeit existierende technisch-digitale Infrastruktur wird diesen spezifischen Anforderungen an die künstlerische Lehre an Musikhochschulen nicht gerecht. Es mangelt zum Beispiel sehr viel an technischer Unterstützungsleistung, die zum Beispiel besonders dann deutlich wird, wenn Latenzen ins Spiel kommen. Latenzen kennen wir vielleicht alle noch aus der, ich sag mal, Hauptpandemiezeit, wo wir sehr viel in Videokonferenzen waren und wenn dann irgendwie Musik freigegeben werden musste, abgespielt werden sollte, dass dann Latenzen dazu kamen. Und so ist es in der Musik auch, wenn wir zum Beispiel auf den Einzelunterricht oder auf das Ensemblespiel schauen. Wir möchten Ihnen heute eine kleine Heldinnenreise erzählen. Von dem Ruf, der uns nämlich vorauseilte, den Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen hatten und zu kämpfen haben, und einem gemeinsamen Aufbruch in die Digitalisierung. Wir möchten über die Prüfungen reden, die wir uns stellen mussten und auch immer noch müssen, und über die Lösungen, die wir zur Bewältigung gefunden haben. Und ganz abschließend, wie können wir eigentlich das Alte mit dem Neuen in der Zukunft zusammen verbinden? Und wie das so ist bei einem guten Märchen, gibt es ein Buch dazu mit den Kapiteln unserer Geschichte, unserer Reise. Und ich möchte Ihnen die Heldinnen vorstellen. Wir sind eine strategische Allianz aus einem Zusammenschluss von 18 Musikhochschulen aus Deutschland, deren Ziel es ist, gemeinsam die Potenziale der Digitalisierung für Lehre und Studium an Musikhochschulen zu erschließen.
Wir werden von der Stiftung in der Hochschullehre gefördert und hier sind wir das bundesweite und mitgliedstärkste Verbundprojekt im Programm Hochschullehre durch Digitalisierung stärken. Und Sie sehen jetzt hier das Netzwerk und visionieren Sie etwas, eine kleine Darstellung, nämlich ein kleiner Vogel ergibt sich hier aus unseren Partnerhochschulen im Netzwerk. Und das ist sozusagen unsere kleine Heldin, die uns begleitet auf unserem Weg dieser Heldinnenreise. Unsere Arbeit wird von einem Netzwerkgedanken getragen, der sich darin ausdrückt, dass wir in 11 Teilprojekten arbeiten, die sich in 5 thematischen Schwerpunkten abbilden lassen. Sie sehen also hier zum Beispiel die Schwerpunkte digitale Technologien, Lehrentwicklung, Fortbildung, Studiengangsentwicklung oder auch die Future Skills. Und in den Teilprojekten arbeiten wir auch mit Expertinnen zusammen und Stakeholdern der jeweiligen Musikhochschulen. Bevor wir mit der Reise begonnen haben, haben wir uns natürlich so einige Fragen gestellt, was wir mit der Reise eigentlich erzielen wollen. Zum einen stellt sich natürlich die Frage, dass wir in der Corona-Pandemie ganz aktuell, wie können wir künstlerischen Einzelunterricht in die digitale Welt überführen, wie können wir das einbinden? Und auch hier gibt es natürlich irgendwie Sachen, die wir auch weiterhin mitnehmen können. Zum Beispiel künstlerisch Lehrende haben meistens viele Verpflichtungen. Es kommt zu Unterrichtsausfall, weil Leute eventuell irgendwo proben müssen. Das könnte man mit digitalem Einzelunterricht natürlich ein bisschen umgehen. Dann stellte sich auch die Frage, was für Bedarfe digitale Prüfungsformen haben. Und wir haben das gehört, Musikhochschulen sind nicht besonders groß personell aufgestellt. Welche Bedarfe davon auch an den Musikhochschulen umsetzbar sind. Dann verbunden mit dieser Frage auch, wie kann man Ressourcen bündeln? Wie gesagt, die Abteilungen sind nicht besonders groß, so kann es sein, dass im Onboarding, im Career Center teilweise nur eine Person pro Hochschule arbeitet. Und da liegt es natürlich nahe, dass man dann diese Ressourcen auch überregional irgendwie bündeln möchte. Genau. Dann ist die nächste Frage, die sich so ein bisschen auf die Ausbildung der Studierenden bezieht, wie man die Studierenden besser auf einen geänderten Arbeitsmarkt vorbereitet. Zu diesem geänderten Arbeitsmarkt gehört zum einen, dass zum Beispiel Videoaufnahmen angefertigt werden müssen, um sich bei Vorspielen zu bewerben. Es gehört aber auch dazu, einfach eine gewisse Kenntnis zu digitalen Medien zu haben. Verbunden damit ist natürlich die Frage, wie digitale Technologien die künstlerische Praxis auch verändern und auch erweitern können oder ja, neue Bereiche da erschließbar machen. Eine weitere Frage ist natürlich, wie man digitale Medien in der Musikpädagogik verankert und so die MusiklehrerInnen ausbildet, dass sie als MultiplikatorInnen für digitale Technologien und Medienkompetenz funktionieren können. Auf einer ganz strukturellen Ebene haben wir uns dann gefragt, wie man digitale Kompetenzen von künstlerisch Lehrenden fördern kann, wie man Lehrende im theoretisch-wissenschaftlichen Bereich darin unterstützen kann, digitale Lehrmaterialien vorzubereiten und auch zu erstellen und natürlich auch in dem Fall oder generell bei allem spielt so ein bisschen mit, was für Möglichkeiten digitale Medien bieten, internationale Studierende besonders zu bedenken. Wenn wir uns jetzt unsere Prüfungen anschauen, vor denen wir gestellt wurden, dann begegnen uns da insgesamt im Grunde genommen 3 Stück. Und zwar, Moment, ich habe gerade irgendwie einen Fehler. Ja, erst kommt noch der Aufbruch. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch gar nicht dran. Sie sehen, auch beim Märchenlesen kann man Kapitel überschlagen.
Also, der Ruf des Abenteuers, eben gerade erörtert in Bezug auf die Struktur und die Lehrenden. Und natürlich hat diese Heldenreise ja natürlich auch was mit dem Aufbruch zu tun, also die Herausforderungen, die gerade beschrieben wurden. Und wir sind sozusagen gleichermaßen in diesem Abenteuer auch diesen Herausforderungen gegenübergestellt. Und wir haben natürlich auch ganz viel Motivation und ganz viel Kraft, so wie Heldinnen das natürlich haben, und sind bestens ausgerüstet. Und dieses Ruf des Abenteuers und der Aufbruch zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, was wir eigentlich wollen. Und wir wollen eine Kommunikation und Austausch und Lernplattform bieten, mit den Workshops, Fortbildungen und Tagungen angeboten werden. Wir wollen den Musikhochschulen projektbezogene Beratung, Begleitung und Unterstützung in den Qualitäts- und Prozessmanagementprozessen anbieten. Und wir wollen über alle Bundesländer hinweg die Kooperation und die Innovationskompetenz der Musikhochschulen stärken. Also wie ein Vogel über ganz Deutschland die ganze Karte wegfliegen zu den Verbundprojekten und beziehungsweise zu den Musikhochschulen selber. Und dann kommt nämlich das nächste Kapitel in unserem Märchen, in dieser Heldenreise. Wunderbar. Was sind die Prüfungen, vor denen wir gestellt wurden und die wir irgendwie lösen mussten? Die Infrastrukturen an den Musikhochschulen, was zum Beispiel Internet betrifft, ist nicht ausreichend ausgebaut. Und obwohl Projektmittel dafür vorhanden sind, ist es im Grunde genommen uns nicht erlaubt, beziehungsweise den kooperierenden Musikhochschulen nicht erlaubt, dass diese Projektmittel für den Ausbau, was zum Beispiel WLAN, LAN-Verbindungen, die ganze Infrastruktur angeht, dass es dafür nicht eingesetzt werden durfte. Unsere Gruppe der Lehrenden ist sehr heterogen. Die sind sehr unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Fachkenntnisse, kommen aus unterschiedlichen Bereichen und sie haben auch unterschiedliche Vorkenntnisse, was Digitalisierung angeht. Sie haben außerdem Angst davor, sich angreifbar zu machen, was wir persönlich sehr schade finden, wenn es um eigene Projekte geht. Und leider erreichen wir auch nicht alle, weil die Gruppen einfach zu groß sind. Wir als ProjektmitarbeiterInnen, als wissenschaftliche MitarbeiterInnen, haben auch zu wenig Kapazitäten, uns in Anführungszeichen ausreichend zu beteiligen. Denn wir sind in ganz Deutschland verteilt. Wir arbeiten hauptsächlich remote, wir treffen uns ganz wenig in Präsenz durch das Jahr hinweg und so dauern einfach bestimmte Prozesse länger, wenn es zum Beispiel um Kommunikation geht, dass wir erstmal Zoom-Termine vereinbaren müssen, dann diese Meetings abhalten müssen, wir immer schauen müssen, wann können wir aufeinander treffen, wann können wir auch uns zusammen mit den Musikhochschulen treffen. Außerdem, aufgrund unserer Remote-Arbeit, ist es schwierig, Lehrende an den Musikhochschulen direkt anzusprechen. Denn die Lehrenden, die sind in Präsenz da. Wir sind aber in Anführungszeichen nur digital erreichbar. Also es dauert, bis wir an allen Musikhochschulen auch wirklich sind. Wenn wir dann zum Beispiel Lehrende, ich sage jetzt mal, interviewen wollen für eine Podcast-Folge, für eine Podcast-Produktion, dann kommen uns noch mehr Prüfungen entgegen, weil dann muss das Equipment entweder nochmal zusätzlich angeschafft werden oder das Equipment, was wir haben, müssen wir mit einem Kurierdienst durch halb Deutschland schicken. Also es hat sich sehr viel einfach ergeben. Trotz dieser ganzen Prüfungen konnten wir aber einiges an Schätzen vorweisen, die wir auch hoffentlich mit nach Hause nehmen. Zum einen muss man feststellen, dass alle Projektbeteiligten die Projektarbeit allein schon deswegen als sehr gewinnbringend empfinden, weil dadurch eine gewisse Vernetzung stattfindet. So finden sich dann Leute zusammen, die gemeinsame Interessen haben und auch in eine ähnliche Richtung arbeiten wollen. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass Career Center, die personell, wie gesagt, nicht wahnsinnig groß aufgestellt sind, sich dann eben auch mal untereinander mit Gleichgesinnten eben austauschen können. Das Gleiche gilt für Learning Management Systeme, IT, Onboarding und eben auch Abteilungen der Tontechnik, wenn es darum geht, zum Beispiel Hybrid-Setups anzuschaffen oder Self-Recording-Systeme für Studierende, damit diese eben in einen Raum gehen können, auf einen Knopf drücken können im besten Fall und dann eine Aufnahme der eigenen Performance mit nach Hause nehmen können oder den Lehrenden halt zur Beurteilung vorlegen können.
Dann konnten wir auch die Frage, wie digitaler künstlerischer Unterricht aussehen kann, ein wenig beantworten wenigstens. Wir haben da nämlich Pilotprojekte durchgeführt. Zum einen eine digitale Probewoche mit Digital Stage. Da haben sich Studierende verschiedener deutscher Hochschulen im digitalen Raum getroffen. Das war zum Beispiel aus Hamburg, aus Bremen, aus Leipzig. Und da eine Woche lang unter der Leitung von Professorin Hille Perl, das ist eine ganz renommierte Gambistin, wir sind sehr froh, dass sie da mitgearbeitet hat, konnten sie proben und am Ende sogar ein kleines Abschlusskonzert aufführen, was auch gestreamt wurde. Dann hatten wir noch Barock Connect, das ist ein Meisterkurs im digitalen Raum zum Thema Barockvioline, vor allen Dingen aus unserer Erfahrung Lehrende im Bereich der alten Musik, interessanterweise sind sehr experimentierfreudig, was so digitale Technologien angehen. Und wir haben auch das Lehrzertifikat, was ein Fortbildungsprogramm ist, was quasi zweigleisig funktioniert. Das heißt, Lehrende können sich sowohl zertifizieren lassen, hey, ich habe mich fortgebildet. Und zum anderen ist aber auch Teil der Programme für die Hochschulöffentlichkeit zugänglich. Dann im Bereich Onboarding gab es ein Strategiepapier, welches auf Deutsch und auf Englisch erschienen ist. Transferkonzepte, wie zum Beispiel Veranstaltungen, eine Zukunftswerkstatt und auch generell prozessbegleitendes Arbeiten. Dann sind einige Podcasts in Produktion. Wir haben Streams durchgeführt und sind gerade dabei oder zum Teil auch schon fertig, im Bereich Future Skills Selbstlernmaterialien zu erstellen, die dann die Career Center vor Ort an den Hochschulen noch mehr entlasten, weil sie diese eben benutzen können. Und so das Ganze auch ein bisschen den Unterricht zum Flip Classroom transformieren können. Ja, Sie sehen, wir haben einen ganz, ganz großen Schatz oder ganz viele kleine Schätze mit zurückgebracht. Und ich muss sagen, an dieser Stelle, hier sind wir. Wir sind auf dem University Future Festival an dieser Stage. Wir nehmen mit als einzige Musikhochschule an diesem Festival teil, mit diesem Fokusschwerpunkt. Und ja, unsere Heldinreise ist sozusagen fast zu Ende, aber auch noch nicht ganz, weil ja, wir neben den Transferformaten oder halt auch den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, natürlich auch die Zielgruppen erreicht haben, so wie es sozusagen bei dem Aufbruch geplant war. Und wir aber auch feststellen konnten, dass natürlich das Arbeiten vor Ort ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um gerade diese Zielgruppen an den Musikhochschulen, die Lehrenden und Studierenden zu erreichen. Zudem können wir auch sagen, dass wir unsere Schätze gebündelt haben auf einer Webseite mit Ergebnisverlinkungen, die man hier sich anschauen kann. Das heißt also, hier finden Sie unsere gesammelten Werke. Und es bleibt eigentlich zu sagen, dass wir auf unserem Abenteuer auch neue Herausforderungen gefunden haben, denen wir uns natürlich in weiteren Heldenreisen stellen wollen. Fassen wir nochmal zusammen. Das Alte der Musikhochschulen, nämlich Tradition oder auch die Hochschulstrukturen, trifft auf das Neue, nämlich der Digitalisierung. In der Zukunft möchten wir als Netzwerk 4.0 der Musikhochschulen gerne beides zusammenbringen und anstatt einer einzigen Digitalisierungsstrategie möchten wir gerne passende, zugeschnittene und individuelle Lösungen für die Musikhochschulen entwickeln, um den Herausforderungen von Digitalisierung zu begegnen bzw. diese Herausforderungen zu meistern. Wir, das sind Sandra Wienheller und Benjamin Grau und ich, Friedhelm Bruns, wir bedanken uns bei Ihnen und bei euch hier vor Ort in Nürnberg oder auch von zu Hause. Und wir freuen uns über weitere Gespräche, wir freuen uns über Feedback. Wir sind den ganzen Tag noch hier, lassen Sie uns gerne ins Gespräch kommen oder dann später, wenn die offizielle Veranstaltung sozusagen vorbei ist, dann auch ein, zwei Tanzbeine schwingen. Vielen herzlichen Dank. Super, vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke in die Zukunft der Musikhochschulen. Nun widmen wir uns den Fragen im Chat und ich schaue rüber zur lieben Martina und bin schon ganz gespannt, welche Fragen uns erreicht haben. Heute früh haben wir
uns noch sehr gefreut, dass mit der Technik alles geklappt hat. Jetzt hatten wir das erste Mal tatsächlich Probleme mit dem Livestream. Insofern sind nicht ganz so viele Fragen leider reingekommen, kommen aber bestimmt noch. Die ersten schreiben schon hier. Ich fange mal mit einem an, was mich brennend interessiert. Was hat es denn mit diesen Büchern auf sich? Die sind ja sensationell. Das Motto des University Future Festivals lautet ja Tales of Tomorrow. Und wir haben in unserer Konzeption haben wir ganz bewusst gesagt, wir möchten gerne eine Art von Märchen erzählen. Und dabei ist dann zum Beispiel auch dieser Papagei, dieser Vogel zustande gekommen. Diese Bücher habe ich nicht bewusst ausgewählt, denn sie sind tatsächlich das Lexikon der Pädagogik. In diesem Buch steht das Märchen von Fortbildung bis Kolping drin. Also es waren eigentlich sehr zufällig ausgewählte Bücher. Aber dann doch passend, oder? Ja, sehr passend. So, wir haben hier eine erste Frage. Als Musikwissenschaftler teile ich die Erfahrungen. Das Netzwerk ist ein wunderbarer Ansatz, um Synergien zu erzeugen. Ist geplant, auch andere Bereiche wie Musikpädagogik, Musikwissenschaften, Medienwissenschaften etc. einzubinden? Ja, das ist in der Zukunft geplant. Das Netzwerk 4.0, das soll ja auch weiterhin bestehen. Und Digitalisierung ist ja nur ein Aspekt von, ich sag mal, möglichen Herausforderungen, die Musikhochschulen zum Beispiel gerade einfach meistern müssen. Eine andere Herausforderung ist ja auch, klassische Musik bzw. klassische Konzerte wird gar nicht mehr so viel von Menschen besucht. Es gibt immer mehr Publikumsschwund. Und was da zum Beispiel ansetzen könnte, wäre tatsächlich Musikvermittlung. Und Musikvermittlung ist ein Aspekt, den wir jetzt für die Zukunft noch mit geplant haben, wo wir ganz gerne auch die Musikhochschulen noch weiter auch zum Beispiel fortbilden wollen und noch weiter mit auf den Weg nehmen wollen, dass dort einfach mehr passiert. Spannend. Hast gerade angesprochen, das Thema klassische Konzerte, Zuschauer generell. Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt auch schon online Workshops gemacht, wo auch dann Musizierende online unterwegs waren, auch ein Abschlusskonzert. Wie sieht es denn da aus mit dieser aus meiner Sicht wahrscheinlich ganz wichtigen Praxis auch für Studierende, vor Publikum aufzutreten? Habt ihr da schon Lösungsansätze? Weil die ist ja dann nicht mehr gegeben, wenn ich das alles nur noch online mache. Ich würde dazu sagen, es ist nochmal eine andere Art von Aufgeregtheit, die da kommt. Also zum einen natürlich klar, Konzerte vor Publikum sollen weiterhin stattfinden, das ist ganz wichtig. Alleine deswegen, weil das ja dann auch in der Interaktion der Punkt ist, wo der Funke überspringt. Wenn ich aber in einem Stream spiele oder bei einer Aufnahme, dann sind das nochmal andere Qualitäten und andere Kompetenzen, die man erstmal erwerben muss. Also ich kenne das als Tontechniker, habe ich auch schon gearbeitet, dass Leute, sobald das rote Licht aufleuchtet, schlechter spielen, als sie sonst beim Konzert spielen würden. Da zählen einfach nochmal andere Dinge. Deswegen. Ergänzend dazu, ein digitaler Konzertraum ist nicht gleichzusetzen mit einem analogen Konzertraum. Ein digitaler Konzertraum braucht einfach seine ganz eigenen, ich sag mal, Gestaltungsparameter. Wie lasse ich ein Konzert dort eigentlich in diesem Raum stattfinden? Wie kann ich das Publikum vielleicht interagieren lassen? Also wie halte ich das Publikum so ein bisschen bei Laune neben der Musik? Also da gibt es sehr viele Erfahrungen und auch die Geschichte kann, glaube ich, noch lange und breit weitererzählt werden. Ja, da sind wir sehr gespannt, was da noch kommt. Was ich übrigens vorhin sehr spannend fand, ihr habt gesprochen von der heterogenen Gruppe und dass die Lehrenden bei euch besonders viel Angst hatten, da nicht mehr die Galionsfigur zu sein. Ich glaube, das können wir alle aus allen anderen Fächern auch bestätigen. Also das ist definitiv nichts Spezifisches für Musikhochschulen, sondern die Erfahrung machen, glaube ich, alle, die wir hier haben. Beruhigend zu hören. Bitte? Beruhigend zu hören. Ja, dass man nicht alleine im Boot ist. So, bei uns ist hier leider technisch alles zusammengebrochen. Oh nein. Wir sind aber, denke ich, zumindest fast annähernd an die 30 Minuten rangekommen. Und ich würde an dich wieder übergeben, Maxi. Genau, also leider kann ich jetzt offensichtlich unsere digital zugeschalteten Gäste nicht verabschieden. Ich möchte an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit danken und Ihre Teilnahme im Rahmen der Fragen. Bei uns geht es um 14.20 Uhr weiter, also haben Sie noch mal kurz Zeit zum Durchschnaufen. Und genau, bis zur nächsten Keynote.